Das wird wahrscheinlich das Problem sein, wo ich immer denke, warum ist das denn nicht effektiv? Wir müssen uns ja eh einmal regenerieren. Nehmen wir mal die zwei Tränke. Und ein Gegengift. So, bricht. Einmal kurz die Attacken angucken. Es ist eine Psychoattacke, aber die Intensität ist mal zu mal anders. Keine Ahnung. Konfusion ist, glaube ich, auf Dauer vielleicht die sicherere Wahl. Okay, letzter Kampf. Ach Gott. Vorletzter Kampf auf dieser Route. Denn wir kriegen nochmal einen Random-Kampf. Gegen eine Gruppe von Yam-Yam-Yam-Yas. Interessant. Da wechseln wir doch gleich mal unser Pokémon. Auf Phoebe. Liegt daran, weil wir mit Phoebe einen AOE-Attack machen und alles kaputt machen können. Die sind nur Level 10. Die sind nicht stark. Also das ist kalkuliertes Risiko. Einmal Gesichte. Du, ihr Trupp. Temposchub. Oh, okay. Einer. Da ist sogar einer mit der Hidden Ability dabei. Sehr schön. Säuselstimme. Das war's nämlich. Super Mega Ruckel. Oh Gott, ist die schlecht. Die Attacke. Ja, wir müssen Phoebe, glaube ich, auswechseln. Es sei denn, es kommt jetzt nicht so viel Damage rein. Wenn das reicht. Ja, okay, dann können wir es benutzen. Wir kriegen keine 30 Schaden von denen in einer Runde. Zuckieb. 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 Oh. Crit. Säulenstimme. Fast alle down. Natürlich werde ich jetzt das Pokémon wechseln. Keine Frage. Ich werde jetzt nur gucken, ob ich vielleicht noch ein Pokémon habe mit. Ich glaube, Ariel müsste eigentlich. Ich glaube, Blubstrahl war, glaube ich. Ich glaube, es war auch mehr. Mehr, also mehrere Ziele auf einmal. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das wäre auch zum Beispiel ein Pokémon, was extrem cool gewesen wäre. Hätte ich es gefahren. Aber so ein Yammer ist schon nicht schlecht. Also, ist jetzt nicht super, super pornös. Aber es ist zumindest zu gebrauchen. Vor allem durch Temposchub kann es extrem cool sein. So. Ich glaube, Blubstrahl war für... Nee, war nicht für alle. Ja, dann dauert das jetzt noch ein bisschen. Sehr schön. Ich nehme hier mal zurück. Okay, einer down. Immerhin. Oh, 100 FXP geben die. Das ist natürlich nicht schlecht. Jo. Machen wir mal Rückkehr. Das ist das definitiv das Schnellste, weil es immer die ganze Zeit Temposchub bekommt. Deswegen lassen wir das mal am längsten leben, weil es ja eh immer schneller sein wird als wir. Oh, da kriegt Ariel sogar noch ein Level up. Level 30 sogar noch auf dieser Route. Durch diesen Schwarm. Durch diese Horde, quasi. Das in der Mitte. Nice. Ja, und sonst, ich bin zufrieden mit meinem Team. Wirklich zufrieden. Ariel ist wirklich sehr, sehr geil. Also da bin ich echt froh, dass wir Ariel haben, muss ich sagen. Der kann uns in der nächsten Zeit erstmal sehr viel den Arsch retten. Oder sie, besser gesagt. Ich hoffe in der nächsten Arena, dass ich sie nicht brauche. Denn wäre es jetzt auch nicht schlimm. Aber wäre auch nicht schlimm, wenn nicht. So, Ariel, Level up. Durch diesen Kampf Level 30. Ja, ist okay.
Die anderen leider nicht. Na gut. Gibt es zumindest aber nochmal einen Heal. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt nochmal einen Kampf kriegen. So, für Phoebe nämlich. Diesen Kampf will ich nämlich noch. Hey! Hui! Hui! Taktchen! Driftlon! So, ein Geist-Pokémon! Ein Geist-Flug-Pokémon. Das ist gut für Luni. Luni kann einfach mal Felskraft benutzen, das es ja gar nicht mehr hat. Deswegen benutzen wir Konfusion, was nicht effektiv ist. Obwohl es geht. Gegenstoß? Au! Ich wechsle mal. Auf ein stärkeres Pokémon. In Sachen physische Special Attacks. Windschuss. Die Def war, glaube ich, von unserem Phoebe sehr gut. Es entwickelt sich auch bald. Ich habe nachgeguckt. Level 25 war es, glaube ich. Sehr schön. Hippopotas. Das ist ein Boden-Pokémon. Kennen wir ja schon. Gegen Boden haben wir leider nichts, was effektiv wäre. Deswegen heißt es weiterhin Psychschrei. Ja, aber man sieht, Gena ist natürlich blöd, weil wir dadurch jetzt auf alle Fälle in der nächsten Runde zwar noch den Attack ausführen können, aber die Runde drauf werden wir einschlafen. Level up! Für Phoebe! Ach, scheiß Level, naja. Au! Und er schläft. Chiritsu. Okay. Das ist wieder die Möglichkeit zu wechseln auf Luni, weil das ist ein Elektro-Pokémon, soweit ich mich erinnere. Und da hält Luni zumindest ein bisschen was gegen aus. Ich meine, wir hätten theoretisch sogar auf Happip wechseln können. Aber Happip ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Konfusion. Wangenrubbler. Au. Bitte nicht. Aha, paralysiert. Wenigstens noch die Konfusion angesetzt. Die nicht sehr effektiv ist. Wir kriegen kein Damage durch Bodenattacken, da wir Schwebe haben. Einmal können wir es, denke ich, noch machen. Boah, vielleicht sogar ein paar Mal mehr. Jawohl, Konfusion. Alright. Es fängt wieder an zu regnen. Konfusion zum dritten. Funkensprung. Danach wechseln wir. Oh, aber Paralyse. Ha, macht uns nichts aus. Luni, das Hexmonster. 577 XP. Level 23. Na, nicht so gut, dass wir jetzt bekommen. Naja. Schön, unsere Psycho-Pokémon Luni und Phoebe. Die kommen nach vorne. Alles klar. In der nächsten Stadt. Chromlexia. Und hier können wir ein neues Pokémon fangen. Nein, nicht wirklich. Wir werden mal als erstes in Pokémon Center gehen. Ganz, ganz sicher. Und werden jetzt gleich mal kurz gucken, da wir wissen, was auf uns zukommt. Zumindest von der ersten Nuzlocke Challenge wissen wir, dass wir jetzt einen Doppel... Also kein Doppelkampf, aber wir kämpfen jetzt gegen zwei Lucarios. Kampfstahl-Pokémon. Was heißt, dass die anfällig werden gegen Psycho-Attacken. Wobei, gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Was rede ich da? Du weißt genau, dass ich das nicht meinte. Nein, was nehmen wir denn am besten? Ich meine, Gestein könnten wir theoretisch benutzen, aber dann sind wir selbst anfällig. Psycho ist, glaube ich, das die sicherste Wahl, aber die machen nur halb Damage. Nein, macht neutralen Damage. Wir nehmen Phoebe. Dann kriegst du auch gleich ein bisschen XP für die ganzen Kampf-Pokémon-Kämpfe, die folgen. Ich hoffe, es reicht. Im Zweifel wechseln wir auf Ariel. Dafür haben wir Ariel ja schließlich. Da ist nochmal ein... Ups. Ah, okay, klar. Er rennt jetzt mal weg. Und wir holen uns dieses Item hier. Pudersand. Verstärkt. Bodenattacken. Ist natürlich praktisch für unser Happip. Aber es kann auch keine wirklich guten Bodenattacken. Deswegen... Ja,
Wenn wir es leveln. Wenn wir es. Wir werden definitiv unsere Pokémon noch weiter leveln. Wir kommen halt bloß langsam in die Gegend, wo es nicht mehr so einfach wird für die Pokémon nachzuziehen. Ich meine, wir haben es jetzt mit drei Pokémon. Drei Pokémon haben wir jetzt gut nachgezogen. Also Rini und Phoebe haben wir gut. Haben wir gut nachgezogen, so wollte ich das sagen. Und klar, Ariel haben wir sowieso. Ups. Müssen wir mal gucken, wie wir den Rest nachziehen. Oh, ein Stein. Sowas, ja. Sehr schön. Okay. Eben noch ein Item holen. Bevor wir den Kampf machen. Und zwar. Nein, nicht hier. Da ist das Item. Ich weiß gar nicht, was es ist. Timerball. Wow, okay. Und dann geht's jetzt los. Mit dem Kampf. Gegen. Nicht eins, sondern zwei Lucarios. Kampf-Pokémon, Boden-Pokémon oder Feuer-Pokémon wären effektiv dagegen. Haben wir alles leider nicht. Letztes Mal hatten wir ja hier unser Macholo, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Miko? Nein. Marco? Ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal. Wie gesagt, im Zweifel haben wir Ariel. Phoebe, go! Ja, Lucario, groß und stark. Aber, obwohl ich überlege gerade, Säuselstimme, macht das Sinn? Ha. Das ist sogar effektiv dagegen. Umsteigungshieb. Alles klar. Säuselstimme ist nämlich Fee. Fee ist. Na, nee, ist auch nicht wirklich effektiv. Scheiße, ich habe mich verguckt. Ah, ich habe mich verguckt. In der Reihe. Das ist nicht richtig effektiv. Psystrahl. Gucken wir mal, wie viel Damage wir damit raushauen können. Metallsound. Spezialverteidigung sinkt. Okay, es ist okay vom Damage. Vielleicht kriegen wir mit Offenlegung. Au. Wow, einmal kriegen wir es noch hin. Komm, einer reicht noch. Den wird er nicht finishen. Offenlegung, ja, das reicht nicht. Ja, okay. Crit hätte vielleicht gereicht. Vielleicht. Okay, das Lucario ist down. Somit kriegt Phoebe auf alle Fälle die Max-XP davon. Fast 1000 XP. Fast das Level ab. Zweites Lucario und jetzt wechseln wir natürlich. Natürlich wechseln wir. Ich überlege gerade. Ist es in irgendeiner Art und Weise effektiv gegen unser Boden-Pokémon? Das ist in neutral. Dann können wir ruhig auf Ariel wechseln. Ich hätte vielleicht gedacht, Happip nochmal einwechseln. Aber da ist mir das Risiko vielleicht doch zu hoch, dass es dann. Obwohl, das hätten wir eigentlich machen können. Wir gucken mal, wie viel Damage wir kriegen. Ach, das machen wir. Komm. Wechsel nochmal. Ich weiß, dass Happip das auf alle Fälle überleben wird. Der hat genug Def, um einen Hit auszuhalten. Und dann können wir auch wieder locker auf Ariel wechseln. Einfach, dass wir diese 1000 XP, die wir jetzt kriegen, zumindest ein bisschen verteilen können. Luni wäre mir vielleicht sogar ein bisschen zu heikel, muss ich ehrlich sagen. Wie ist denn Navi's Def? Ah, das ist zu schwach. Das ist zu schwach. Phoebe, okay. Luni. Luni hat eine hohe Def, aber ich weiß nicht, wenn es sehr effektiver Move wird. Aber 72 HP, das zieht er nicht ab. Wir tauschen nochmal auf Luni. Er wird nicht in einem Hit 72 HP abziehen können. Ja. Wird er nicht schaffen. Ich wusste, dass er viel Schaden machen kann gegen Luni, aber nicht so viel. Und jetzt werden wir auf Ariel wechseln und das Ding erledigen. Dann haben wir vier Pokémon, die diese 1000 XP kriegen. Und das ist, denke ich, ist ganz gut. Ich spiele ja ohne XP-Teile, deswegen kriege ich das nicht automatisch, dass alle die gleichen XP kriegen. So habe ich ja viel opfern müssen oder viel Risiko eingehen müssen dafür. Und deswegen habt ihr, denke ich, da eh für Verständnis. Oh, Flug, das ist, glaube ich, zumindest neu. Ich glaube, das könnte am meisten Schaden machen. Weil das ein heftiger Hit sein wird, im Gegensatz zu den anderen Moves. Sandsturm, okay. Ja, das ist sehr gut. Unparalysiert. Und der Sandsturm ist weg. Noch besser. Regnet wieder. Können wir theoretisch sogar nochmal Blubstrahl einfach machen. Offenlegung.
Oh. Ist ja Step. Und reicht. Sehr schön. Kalkuliertes Risiko. 1000 XP. 1000 XP. Level 24 für Phoebe. Hep Hep. Level 17. Sehr schön. Ja. Lucario, du... Nee, Leute. Das ist nix. Lucarios sind eindeutig überbewertet. Okay. Einmal bitte Pokémon Center. Wobei, müssen wir ins Pokémon Center gehen? Wir müssen gleich sowieso dahin gehen, wahrscheinlich. Ich werde mal. Ja, wir gehen mal vor Sisara. Unsere starken Monster haben alle HP verloren. Nicht zu viel, aber haben HP verloren. Geht halt darum, dass wir jetzt in der nächsten Route wieder ein Pokémon fangen können. Und das machen wir natürlich als erstes. Um vielleicht irgendwie ein schwächeres Bones auswechseln zu können. Weil die Pokémon, die wir da haben, gleich alle ein ordentlicheres Einsteigerlevel haben für uns, was wir auf alle Fälle brauchen für die nächste Zeit. Okay,